sind unsere Herausforderer, die Ahnungslosen. Klaus Hesse ist Kfz-Mechaniker. Jürgen Dunecke, Schlossermeister. Torb Bostelmann, Gas- und Wasserinstallateur. Henning Vollmer, Disponent. Und Ulrich Runge, Klempner. Und hier sind auch schon unsere Champions, die Chaotentruppe. Susanne Weller, Sekretärin. Mit Heidi Hase, Bürohilfe. Petra Adam ist Sekretärin. Ihre Kollegin Simone Forstner. Und das ist Beatrice Pötter, Hausfrau. Sie alle sind heute zu Gast bei Ruckzuck. Und hier ist auch schon der Mann der beiden Teams, die Daumen drückt. Werner. Hallo, herzlich willkommen. Zu Hause auch. Danke nochmal den Zuschauern zu Hause, immer fleißig schreiben. Ich beantworte auch wirklich alle Briefe, auch wenn es manchmal ein paar Tage dauert. Manchmal bekomme ich auch Geschenke. Und jetzt ist mir einmal ein Briefumschlag weggerutscht. Ich habe sowas Schönes bekommen, hat mir jemand gebastelt. Männern oder Weiblein, ich weiß es nicht, das sieht man jetzt in groß. Ist doch schön, ne? Ruckzuck mit Werner. Und wenn mir das geschickt hat, kriegt ein ganz kein großes Pussy jetzt schon mal. Und ich möchte auch gerne antworten, schreib einfach nochmal, ja? Gut, dann sage ich auch jetzt mal ein Sprüchlein, worum es bei Ruckzuck geht, außer viel Spaß. Es geht darum, dass man 4.800 Mark gewinnen kann, wenn man einmal ins Finale kommt und wenn man das Kunststück wirklich sechsmal schafft und im entscheidenden Moment auch noch gewinnt, dann hat man eben die Chance, 100.000 Mark zu gewinnen. Und darum spielen heute zum dritten Mal dabei unsere Männer heute als Herausforderer und zum dritten Mal dabei unsere Damen als Champions. Gutes Gefühl, ne, hier zu stehen? Schon. War ein teures Starkbier. 3.000 Mark hat es gekostet. So haben sie 1.000. Ihr habt ja schon für 4.400 Mark viel Freude gehabt. Sicherlich. Ja, stellt euch erst mal vor. Ja, ich bin der Klaus und heute stehen wir vor dem Abgrund. Morgen sind wir einen Schritt weiter. Und ich bin der Jürgen. Und wer Glück im Spiel hat, der hat auch Geld für die Liebe. Ja, und ich bin der Kurt und ich möchte mich nochmal bei Amaske bedanken, dass sie die Spuren der letzten Nacht einigermaßen beseitigt hat. Ja, und ich bin der Henning und unser Kurt zu Hause sagt immer, nicht lang schnacken, Korbe nacken. Ich bin der Ulrich und ich muss sagen, wo wir sind, da klappt eigentlich nichts. Aber wir können nicht überall sein. Ja, meine Jungs von der Lüneburger Heide, wir haben uns daran gewöhnt. Bei euch soll man ja unheimlich zocken. Du bist zum Beispiel ein Zocker vor dem Herrn. Ja, bedingt. Bedingt. Schon Haus und Hof verloren? Nee, nee, nee. Die kleine Landwirtschaft? Nee, du gewinnst immer. Ja. Ärgert es dich noch, wenn du verlierst? In gewissermaßen ja. Ja? Ja. Und wie ist es hier? Ich meine, einmal hast du ja auch schon verloren, einmal gewonnen. Ja, ich habe doch hier mal Spaß gehabt und dann... Ah, dann geht es. Ja. Flippt er so richtig aus so? Ja. Gut, wir passen auf, dass er keine Dummheiten macht heute. Ganz schnell. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist den auswählten Begriff beschreiben. Ne? Bis der Nächste in der Rede und der Nächste und der Andere. Jetzt kann es sein, dass der Beschreibende, das ist entscheidend, ein wichtiges Wort wiederholt. Dann ertönt auch heute irgendwas, oder? Genau. Und das kommt, Schiedsrichter greift ein, müssen wir einen Punktestand anhalten. Keine Gesten und Geräusche, ich sag's ja oft genug. Trotzdem, keine Beschreibung, Dialekt und Fremdsprache, aber jetzt die Kopfhörer auf. Klaus. Zocker Klaus aus Visselhövede. Welchen Begriff nimmst du? Du darfst noch wählen. Er nimmt den Begriff Kerze. Ihr den anderen 40 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Advent, Advent, ein Punkt, Punkt, Punkt. Licht. Ja, und was ist das? Kerze. Ja. Ein Punkt. Schön laut. Zu Weihnachten, da sind 4 Stück am Kranz. Kerze. Ja. 2 Punkte. Bei deinem BMW hast du eine Einspritzlage, also keine Vergaser. Nee. Punkt, Punkt, nee. Zünd, Punkt, Punkt nicht mehr. Kabel. Nein, Zünd, Punkt, Punkt. Bei jedem normalen Auto hast Punkt. Du. Punkt! Jedem normalen Auto hast du Zünd, Punkt, Punkt dran, damit er anspringt. Schloss. Nein. Zünd, Punkt, Punkt. Im Motor. Funken. Nee. Kerzen. Ja, für ein Auto vielleicht nicht. 1, 2 Punkte für den Herausforderer. Ist gar nicht so einfach immer, ne? Ja. Du kennst das, ne? Stell dich noch mal vor. Ich bin die Susi und hab keine Spusi. Ja, und ich bin die Heidi. Und dass wir jetzt auf der Seite stehen, das freut mich. Ich bin die Petra und stehe mit weichen Knie da.
und ich bin die Simone und habe heute keinen in der Krone. Und ich bin die Beatrix und darauf reimt sich nix. Ja, was reimt sich auf Werner? Keiner. Auch schwierig, ne? Körner. Ich sag mal, ess schon gern meinen Schweinsbraten und meine Erbsensuppe. Keine Körner mag ich nicht so gern. Machst du sowas? Ist dein Mann so diätbewusst? Ja, ist Körner? Schon. Ja? Ab und zu ist er schon, aber ab und zu haut er richtig rein. Gibt's doch jetzt, hab ich mal gesehen, da gibt's so irgendwie solche Körnerchen, die kommen in so ein Glas. Also das Glas machen wir nicht. Und dann das kommt ist da so mehr Simones Fach. Ja? Simone macht sowas? Ja. Eigenen Biogarten? Nee, das nicht. Kauft irgendwo so. Nee. Für sich. Du kaufst richtig so hausgemachtes ein? Ja, schon. Was ist dein Mann am liebsten? Am liebsten Schweinsbraten. Schweinsbraten, ne? Der hat Geschmack und schönes Bier muss dabei sein. Genau, ne? Ja. Nee, ist doch gut. Also pass auf, möglichst einfache Hinweise am Anfang. Auch für euch gilt, wenn die Beschreibende ein wichtiges Wort wiederholt, dann müssen wir stoppen. Keine Gesten, keine Geräusche. Vorsicht beim Dialekt ist verboten und auch die Fremdsprache in der Beschreibung. Kopfhörer auf, Susanne. Das lasse ich noch schön hier, das gefällt mir nämlich. Dein Begriff, er bleibt übrig, heißt Jeans. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Meistgetragene Hose. Jeans, ja. Ein Punkt. Levis ist eine Jeans. Ja. Zwei Punkte. Trage ich am liebsten. Ja, tragen tut man das ja, die Jeans. Ja, zwei Punkte für die Champions. Zwei für die Herausforderer, die machen es ja immer spannend, Gleichstand. Ja, das bedeutet halt bei Gleichstand, dass man mit euch weitermacht mit dem Titelvorteil der Schau. Susanne, Heidi, hält sich durch Fitness, ja. Geradeaus und, dann, genau. Und munter. Hört auch gerne Musik. Mhm. Stimmt das, deutsche Liedermacher magst du gern? Ja, wie in Herbert Grönemeyer. Gefällt mir schon in seine Texte. Ja, was gibt's noch so? Naja, alles so eigentlich so. Direkt festgelegt bin ich nicht. Nee, auch Reinhard May und... Na. Na? Nein, das mag ich nicht. Über den Wolken, ist doch schön, wenn man es in den Flitterwochen spielt. Ja, okay. Ja? Nee, dann lieber so ein bisschen fetziger. Ein bisschen fetziger. Mhm. Udo? Ja, auch. Ach, ja. Marius Müller-Westernhagen? Mhm, auch. Ah, dann erlesenen Geschmack, Kopfhörer auf. Und der Mann trägt den gleichen Geschmack. Ja, na, ja. Da gehen unsere Geschmäcker etwas auseinander. Du nimmst mal die Hände hier runter, so schön, und dreh dich um. So, du darfst wählen, welchen Begriff nimmst du? Sie nimmt den Begriff Whisky. Ihr den anderen. 40 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Black and White ist? Whisky. Ja. Ein Punkt. Kein Cognac, sondern ein? Rum. Na, was denn? Whisky. Ja. Zwei Punkte. Dimple ist ein? Whisky. Ja. Drei Punkte. Shivers ist ein? Whisky. Ja. Boah, die kennt sich aus hier. 1, 2, 3, 4 Punkte. Dazu sind 6 Punkte. Schau, Klaus. Also bei euch hätte ich das erwartet, aber. Gell? Wie viel habt ihr geübt so zu Hause? Wie viele Stunden? Oh, in Stunden kann ich das nicht ausrechnen. Vielleicht in Litern. Weil, also. Nee, dazu muss ich vielleicht das erklären. Das ist unser Übungstisch. Und da oben, da steckt man jede Menge Bier rein. Ich will es mal ganz kurz zeigen, vielleicht kann man das mal einfangen. Die haben einen richtigen Übungstisch gebaut, das sieht man ganz schwierig. Wo bei uns die Mikrofone stehen, stehen bei den Bierflaschen. Auch sehr interessant. Hier gibt es keinen Alkohol, konzentriert euch schön, Kopfhörer auf, habt 1000 Stunden geübt. Nicht schlecht, mit Kopfhörern, richtigen Tisch und Bierflaschen. Genau. Dein Begriff heißt nun Koch. 40 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Wer steht in der Küche? Frau. Der? Koch. Richtig. Ein Punkt. Was ist Brutzel? Der brät dir das? Fleisch. Dann ist er ein? Koch. Ja. Zwei Punkte. Roger ist aus Driesel. Wie heißt was ist dumm? Koch. Ja. Drei Punkte. Gerichte, Speisen, Menü. Wer bereitet die? Mutter, Vater, Herd, Ofen. Wer? Mütze auf? Koch. Richtig. Dankeschön. 1, 2, 3, 4 Punkte dazu. Die machen es ja immer spannend, ne? Schon wieder Einstand. 6 zu 6.
Wir sehen uns gleich wieder. Und gewinnen Sie bei Werner 100.000 Mark. Jawohl, das ist möglich. 6 Punkte die Champions, 6 die Herausforderer. Gleichstand. Mach wieder mit euch weiter. Schau, Heidi, mit Petra. Man sagt ja so schön, Liebe geht durch den Magen. Bei euch ist die Liebe ja noch sehr jung. Kann man ja so sagen. Und geht sie wirklich durch den Magen auch, die Liebe bei euch? Bist du eine gute Köchin? Naja. Spaghetti kann ich. Mikrowellenherd bedienen. Logisch. Ja? Habt ihr den schon? Habt ihr den auch zur Hochzeit gekriegt? Ja. Und wie viele Kaffeemaschinen? 10? Oder? Nee. Habt drauf geachtet, dass nichts doppelt kommt. Irgendwie. Nee, wir haben sonst nichts. Nur Mikrowelle und sonst nichts für den Hausstand. Ja, und er geht mit dir eine Pommesbude oder was macht er? Nee. Ach, der schaut dich verliebt an, Schatz. Das ist wunderbar, ja. Ach Gott, ist das schön, glücklich zu sein. Kopfhörer auf. Von der Mama kannst du was lernen, ne, mit Kochen? Ja. Ja. Na, geht's nicht mehr durch den Magen. Welchen Begriff nimmst du? Sie nimmt den Begriff Kette, der für euch 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Ich hab's um den Hals. Kette! Ja. Ein Punkt. Nicht Ohrring, sondern? Clips. Nein. Weiter unten, Reseltiefer. Halsband. Halskette. Kette. Ja, ja. Kette. Ja. Ja, zwei Punkte. Wenn's beim Drahtesel bremsen willst, was bleibt Pedale. Dann stehen und na, was bleibt dann stehen und bewirkt die Blockierung der Räder? Die Radl. Die Kommatosen kann man sich einzwickeln drin. Die Kette? Ja. Drei Punkte. Gold bei dir. Schmuck. Kette. Oh. 1, 2, 3, 4 Punkte zu den 10 Punkten. Ciao, Jürgen. Hier wird ja ein Tempo vorgelegt. Fast alles Handwerker. Einen Disponenten haben wir. Du bist was für ein Handwerker? Gaswasserinstallateur. Gaswasserinstallateur. Mhm. Woher kommen denn, du bist ja ein Fachmann, jetzt wollen wir doch mal wirklich einen direkt Betroffenen fragen. Woher kommen denn die Witze, der Gasmann kommt oder der Elektrizitätsmann? Ist das heute noch so, dass du so ein paar grüne Witwen tagsüber antriffst und sie zum Kaffee einladen? Oh, nee, also bis jetzt bei uns auf dem Dorf ist es noch nicht passiert. Wir haben das noch nicht so gesehen im Fernsehen, wenn das so geht. Nee. Also ist es noch nie passiert? Nee. Ist immer alles in Ordnung? Ah, da ist er ja, der Herr Kort. Ja, so ungefähr. Keiner so ein Negligé oder? Kann ich nicht mit dir, nee. Oder, also willst du nicht sagen, gell? Nee, ist wirklich noch nicht passiert. Ja, vielleicht kommt das noch. Ist immer was Komisches passiert, wenn du nach Hause kamst? Irgendwo eine fremde Wohnung? Puh, was Komisches? Oh. Ich weiß nicht, was komisch ist, wenn ein Haus in die Luft fliegt, weil das Gas an... Ja, eben, aber das ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Noch nicht passiert. Sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. Alles, die Welt ist in Ordnung, Kopfhörer auf. Fisselhövete. Fisselhövete. Wird jetzt eine Weltstadt, Hochburg aller Ruckzuck. Rater, dein Begriff heißt nun Ziege. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Gib Milch. Kuh. Nein, anders noch. Was gibt noch Milch? Eine Ziege. Ja. Ein Punkt. Hat Hörner, Stier und Toxe dran. Kuh. Nein, kleiner. Rind. Nein. Kalb. Kleiner, ist weiß. Ziege. Ja. Zwei Punkte. Kannst du eine Gummistiefel stellen mit den Hinterbeinen? Ziege. Richtig. Drei Punkte. Wenn du viel Glück hast, im Slang sagt man auch, du hast eine unwahrscheinliche... Schwein. Nee, eine unwahrscheinliche Punktbunke gehabt. Sau. Ich weiß nicht, Ziege? Sagt man, wenn man Glück gehabt hat, so Ziege? Ja gut. 1, 2, 3 Punkte. Nach 3 Runden. 9 Punkte für die Herausforderer, 10 für die Champions. Jetzt mache ich aber mit euch weiter. Schau Gott. Mit Henning, noch ledig, aber in festen Händen. Ja, sagt man so. Bei der Mutter. Nee, also. Da auch, ja. Da auch. Ja. Wer kocht besser? Gattin in Spee oder die Mutter? Weil wir haben es heute mit dem Kochen. Mich interessiert das immer. Ich würde sagen, beide gleich. Gibt es denn in der Lüneburger Heide so ein Nationalgericht, so wie Kohl und Pinkel, so noch weiter? Das essen wir auch, aber... Was habt ihr bei euch? Ziegenbraten oder was gibt's bei euch? Och, nö. Nö, Ziegen? Nee, sowas gibt's da nicht. Nö, was gibt's denn da? Breitschnucken, ne? Aber die breit man nicht, ne? Doch, auch. Auch? Ja, ist aber kein Ziegenbraten. Also, das wäre nur für die Touristen, die Heidschnucken. Also, gibt's noch. Pass auf, ganz schnell. Jede richtige Antwort ergibt 3 Punkte. Ihr habt weniger als eine richtige Antwort hinten dran. Also. Werner? Ja? Ich möchte Herrn nur bitten, auf Ihren Dialekt aufzupassen. Ja, Dialekt aufpassen, den Damen manchmal auch entzwickt. Okay.
Gut, 4x3 Punkte könnt ihr machen. Toi, toi, toi. Kopfhörer auf. Schön deutlich. Welchen Begriff nimmst du? Ruckzuck. Doch den, ja gut, warte. Er nimmt den Begriff Frost, hier den anderen. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Molle, sein Spruch, da hatte der Bauer im Schuh. Es ist kalt und hat gefroren, dann ist es... Frost. Ja. Einmal richtig. Kannst du Schlittschuh drauf laufen? Eis. Ja, was muss passieren? Hier. Ja. Der Bauer im Schuh und der Schlittschuh. Tut mir leid. Ach, so streng ist er, hat er recht. Gleiche Wort. Einmal richtig sind 3 Punkte dazu für den Herausforderer. Führen und Frost ist was an. Schau, Petra. Simone, kommen die dazu, mich mit der über Kutschfahrt demnächst zu unterhalten? Ja. Sie will ja, wenn sie viel Geld gewinnt, dann will sie ja sich eine Kutsche für 2 Personen. Mhm. Wer ist der Kronprinz dann, der Glückliche? Den habe ich schon. Den hast du schon? Ja. Aber Hochzeitsglocken klingeln schon? Nee. Nee, im Heiraten habe ich es nicht. Du nicht, er aber vielleicht? Kann sein. Hat er schon mal darüber gesprochen? Ja, sprechen kann man ja. Ja, das ist richtig. Ja, sprechen kann man viel. Guck, sie lacht wieder. Sie ist heute wieder da. Das ist drollig. Gut, das ist drollig, ne? Ja, ja. Passt auf, ihr bräuchtet eine richtige Antwort. Oh, ihr braucht eine richtige Antwort nur? Ja. Dann werdet ihr schon wieder im Finale. Ja. Ja, dann spielen wir mal. Kopfhörer auf. Oh. Ah, drüben beginnt das große Zittern. Wir haben alles schon erlebt. Aber alle setzen die Kopfhörer auf. Dein Begriff heißt ohne Gesten und Geräusche Kaviar. 40 Sekunden Zeit. Rock. Zack. Fischeier. Kaviar. Ja. Das reicht doch schon. Mit 13 Punkten seid ihr erneut im Finale. Es geht euch um 4.800 Mark. Meine guten Verlierer, bevor ich mich endgültig verabschiede, habe ich ein Geschenk für euch. Und zur Erinnerung an Ruckzuck erhält jeder von euch Casino Royale, das spannende Glücksspiel aus dem Hause Parker. Grüß die Lüneburger Heide, Fissel Hövede. Übt noch, ich meine, mit dem Trinken. Tschüss, aber 4.400 Mark sind sie reicher. Schau, Männer. So, die Damen, komm. Noch wird nichts weiter gejubelt. Scheller vorne. Zweite Mal im Finale. Ja, ja, 1.000 haben sie jetzt. Vielleicht kommen heute 4.800 dazu. Das sehen wir gleich. Im Ruckzuck-Finale die Chaotentruppe und Werner. Ja, da sind sie wieder. Heide wieder als Captain. Zum dritten Mal dabei, zweite Mal im Finale. 1.000 haben wir erst. Ist ja auch viel. Aber jetzt kommen vielleicht 4.800 Mark dazu. Die kann man nämlich heute gewinnen, wenn alles gut klappt. Und dann noch 4-mal. Dann schippt man insgesamt 6-mal hier. Und dann klingt es wie Musik, wenn ich dann sage. Dann habt ihr wirklich die Chance, 100.000 Mark zu gewinnen. Ruckzuck an die Kopfhörer. Wir haben noch eine kleine Unterhaltung vor, wir beiden, Heidi. Du musst das alle machen. Ja, sicher. Typisch, logisch. Typische Wörter. Erster Begriff heißt nun... Machen die da? Ja. Hans im Glück. Hans im Glück. Das ist ein Märchen. Jawohl. Da gibt es einen Junge, der hat eine Gans. Ein Junge? Wie soll ich es schreiben? Ein Junge. Eine Gans. Mhm. Und das ist von Gebrüder Grimm. Also, ja. Gebrüder Grimm. Gebrüder Grimm. Alles richtig, Herr Schiedsrichter? Ich würde schon sagen. Ja, ist es auch? Ja, gut. Okay, Musik aus. Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. 100 Mark gibt's für jedes geratene Wort. Jeder hat 5 Sekunden Zeit bis zum Piepser. Otto, nicht drüber schnabbeln, gell? So, und der erste Begriff heißt nun Hans im Glück. 20 Sekunden Zeit, Rock, Zock. Gold, Märchen, Gebrüder Grimm, Gans, Ente, Rapunzel, Junge, Buh. Dankeschön, das war's. 400 Mark in der ersten Runde. Sie haben gleich gut zugelegt. Jetzt gibt 200 Mark für jedes geratene Wort. Macht so weiter. Ruckzuck an die Kopfhörer. War schon mal ein guter Start, gell? Hm? Ja. Gott, ist ganz geil. 400 Mark gewonnen. Dein Begriff heißt nun Goliath. Goliath, das ist ein Riese. Ein Riese. Goliath, was fällt mir zu Goliath ein? Oh, eine Menge. Hm. Echt? Ja, ja. Goliath ist ein Riese. Der lebt in den Bergen. Berge. Puh, mir fällt absolut nichts ein. Goliath. Herr Schiedsrichter, darf ich mal nach links schauen?
Ich würde sagen, ja. Ah, also, kam nicht begeistert. Ausnahmsweise, also Riese und Berge, ja, Berge kann man auch nicht sagen. Nee, gut. Außerdem stimmt das auch gar nicht. Das sage ich jetzt. Aber Riese ist es, oder? Riese ist es. Und jetzt dürft ihr ausnahmsweise nur noch in dieser Runde, nachher nicht mehr, dann machen wir es nur vereinfacht oder verzweifelt. Was kann man noch sagen? David. Ah ja, genau, der jetzt David. Jetzt weißt du vielleicht. Also der zweite Begriff, erste Riese, der zweite ist David. Ist David. Ja. Und was hat er gemacht, der Goliath? Steinschleuder. Steinschleuder. Und als drittes? Und? Aus der Bibel. Aus der, ja, genau. Ah. Ja, genau. Gut, Musik aus, ruckzuck die Kopfhörer ab. Ihr geht's aber mucksmäuschen still. Nach vorne, 200 Mark für jedes geratene Wort. Jeder hat nur 5 Sekunden Zeit. Euer Begriff heißt nun Goliath. 20 Sekunden insgesamt Zeit. Ruckzuck. Riese, Zwerg, Streit, Bart, Groß, Mann, Erzählung, Geschichte, David, Sage, erschlagen, Stein, Oma, Opa, Kind, Religion, ja, erzählt, Zwerg, erzählen. Da fehlte noch einiges. Stein war schon ganz gut, aber Steinschleuder, und es kommt aus der Bibel. 2x200 Mark dazu sind 800 Mark. So. Ihr habt da mal sicher zu euren bisherigen 1.000. Jetzt werden wir diese 800 Mark in dieser entscheidenden Runde vervierfachen. Das heißt, ihr habt jetzt die Chance, 3.200 Mark zu gewinnen. Aber ihr müsst jetzt alle 4 Wörter nennen. Toi, 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 ruckzuck an die Kopfhörer. So, Mäuschen still. Keine Geste, keine Geräusche gilt für euch. Du sagst dir was Typisches, sagst du mir was Logisches zum Begriff Struwwelpeter. Das Struwwelpeter, also... Das ist ein Märchen. Das hatten wir schon. Also, ja. Das ist ein Junge. Da ließ sich nicht schon. Die Haare kämmen. Hatten wir auch schon, ja. Also, die Haare. Die Haare. Dann ließ er sich nicht Haar die Finger. Oder Haare. Die Haare. Die Haare. Ja, es sind ja mehrere. Da hat er so. Ja, ja, ist richtig. Immer logisch. Dann ließ er sich nicht die Fingernägel schneiden. Was sollen wir schon? Also, die Nägel. Nägel. Fingernägel. Fingernägel. Ja. Und dann war der sehr garstig. Was war der? Sehr garstig. Garstig? Mhm. Das war nee, spannend. Nee. Nee. Aber ruckzuck. Das kommt... Also, da war doch noch mehr. Da war doch noch der Daumenlutscher. Ich aus sag, dem Buch, gell? Ich darf ja nichts sagen. Also, was und der Zappelphilipp. Also Daumenlutscher. Mhm. Und der Zappelphilipp. Und als viertes Zappelphilipp. Weil es war zwar ein Junge, gell, aber das... Wir warten es ab. Ja, aber Junge hatten wir schon. Mhm. Und Märchen okay. auch. Zappelphilipp. Okay, mhm. Musik aus. Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. Es geht um 3.200 Mark. Alle 4 Wörter müssen aber genannt werden. Jeder hat 5 Sekunden Zeit. Euer Begriff heißt nun Struwwelpeter. 20 Sekunden insgesamt Zeit. Ruckzuck. Buch, Nägel, Fingernägel, Essen, Philipp, Zappel, Wilhelm Busch, Geschichte, Erzählung, lange Fingernägel. Märchen, Busch, Junge, Sohn, Fratz. Geschichte, Kinder erzählen, Oma, Opa. Haare fehlten noch, der Zappel Philipp und der Daumenlutscher. Kommt zu mir, da sind sie mir dazugekommen. Hätte ja möglich sein können. Auch zum zweiten Mal haben sie sich vervierfacht. Heute 800, insgesamt 1.800 Mark. Wir sehen sie wieder, sehen sie wieder. Tschüss, servus, morgen mal rumzuck.